Im ersten Jahrhundert vor Christus erhob sich ein Sklave namens Spartacus gegen das römische Imperium. Viel ist über seine Herkunft nicht bekannt. Erst Söldner in der römischen Armee, dann versklavt und verkauft als Gladiator. Unter seiner Führung wuchs eine kleine Gruppe von Sklaven zu einer gigantischen Armee von rund 100.000 Kriegern an. Der Aufstand scheiterte dennoch. Der Mut und die Entschlossenheit von Spartacus aber ging in die Geschichte ein und bleibt für immer unvergessen. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Silbertresor. In diesem Video stelle ich Ihnen eine Neuausgabe vor aus der Serie Great Commanders. Es handelt sich um die erste Ausgabe der Serie. Sie zeigt Spartacus mitten im Schlachtgetümmel und wir schauen uns jetzt zusammen die Münze einmal im Detail an. Die 2 Unzen schwere Feinsilbermünze befindet sich in einem edlen Holzetui und ist natürlich gekapselt. Die Auflage dieser wunderschönen Ausgabe beträgt lediglich 999 Stück weltweit. Die Münze hat einen wirklich großen Durchmesser mit 5 cm, wurde vom Ausgabeland Niu verausgabt mit einem Nennwert von $5, ist also gesetzliches Zahlungsmittel und wird geprägt von der Mint of Poland, also von der polnischen Prägeanstalt. Auf der Motivseite sehen wir Spartacus hoch zu Ross, mitten im Schlachtgetümmel, im Vordergrund ein paar römische Legionäre und im Hintergrund ist die große Sklavenarmee des Aufstands zu sehen. Die Münze wurde in Ultra High Relief geprägt, das heißt, sie hat eine besonders markante Erhabenheit der einzelnen Motivteile. Die wird hier besonders deutlich, wenn man die Münze von der Seite her betrachtet. Noch dazu ist die Münze in Antikfinish veredelt und zudem koloriert und partiell vergoldet. Die Seriennummer ist darüber hinaus noch im Rand der Münze eingraviert. Auf der Rückseite sehen wir Italien sowie die Bewegungen, die die Armee Spartacus vorgenommen hat und wo die großen Schlachten stattfanden. Auf dem Echtheitszertifikat sehen wir alle relevanten Daten zur Münze und auf der Rückseite des Zertifikats steht auch noch etwas zur Geschichte von Spartacus. Insbesondere die Verbindung zwischen Ultra-High-Relief-Prägung und Antikfinish-Veredelung machen diese Münze zu einem ganz besonders schönen Sammlerstück. Die polnische Prägeanstalt hat hier wieder unter Beweis gestellt, welche genialen Münzprägungen sie hervorbringen kann. Ich hoffe, das Video war informativ und hat Ihnen gefallen. Wenn Sie noch Fragen zu dieser Münze oder anderen Münzausgaben haben, rufen Sie uns doch einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.